dürft ihr jetzt mal langsam leer machen, da wo Wasser drin ist, und dürft die Gläser mit dem Landbier, das jetzt mittlerweile auf euren Tischen eingetroffen ist, einfach so mal 0,1 voll machen. Mehr nicht, ihr dürft nachher noch nachschlagen, das hat einen Grund. Optisch gibt es natürlich gleich mal einen riesen Unterschied zwischen den zwei Gefäßen. Wir haben hier einmal einen schweren, großen Maßkrug. Der Vorteil von dem ist natürlich, es geht viel rein und die Kellnerin muss wenig laufen. Dann haben wir hier diesen Sensorik-Pokal. Der hat sehr feines und dünnes Glas und eine besondere Form. Wenn ihr euch jetzt den Maßkrug mal vorstellt und überlegt, daraus zu trinken, ich mache das jetzt einfach mal vor. Ihr merkt, ich setze den Krug hier an, also ganz hinten im Mund. Das hat natürlich den Nachteil, dass relativ wenig oder nicht das komplette Bier über die Zunge, wo natürlich unsere Geschmacksnerven liegen, fließt, aber dafür ganz schnell ganz viel reingeht. Ist sehr praktisch auf Festen. Hier bei unserem Sensorik-Pokal ist es genau anders. Wir haben ein sehr feines Glas und setzen es an der Lippenspitze eigentlich an. Und wenn wir dann daraus trinken, wird die komplette Zunge mit der Flüssigkeit benetzt. Dann haben wir hier noch einen sogenannten Aromakamin, also eine Verjüngung nach oben hin und eine relativ große Oberfläche vom Bier, deswegen macht man die immer nicht so voll. Und auf dieser großen Oberfläche kann ich sehr viele Aromen, zum Beispiel durch Schwenken, freisetzen. Und dann kann ich einen Schluck trinken. Die Aromen gehen dabei in die Nase, wo 90% der Geschmacksnerven sitzen, und habe damit das ultimative Geschmackserlebnis. Und wenn jetzt jeder mal so 0,1 eingeschenkt hat, dann würde ich weitererzählen. Das Erste, was wir machen, wenn wir ein Bier verköstigen, ist natürlich, es anzuschauen. Dazu kann man es am besten leicht schräg heben und gegen das Licht heben. Dann kann man so ein bisschen die Farbe beurteilen. Des Weiteren kann man natürlich auch die Konsistenz vom Schaum beurteilen. Das ist ein bisschen je nachdem, wie ihr es eingeschenkt habt. Wenn ihr es am besten definiert eingeschenkt habt, sprich die Flasche im 90-Grad-Winkel gehoben und einfach reinfallen lassen, dann habt ihr ein bisschen mehr Schaum. Ihr habt das alle jetzt ein bisschen vorsichtig gemacht, deswegen haben wir nicht so viel Schaum. Das ändert sich natürlich, wenn ich schwenke. Also wir beurteilen Schaum und Farbe. Ist der Schaum eher grobporig oder eher feinporig, wie eine Creme? Dann beurteilen wir die Farbe und erkennen hier eine kastanienbraune Färbung mit leichten Rotkomplexen sogar. Weiter geht es natürlich, wenn wir dran riechen. Dazu einfach mal schwenken und riechen. Habt ihr schon eine Idee, was könnte das denn für ein Geruch sein, der da jetzt... Lauter bitte. Bananik habe ich jetzt ja mal gehört. Es gibt ja keine falschen Antworten, das vorweg. Noch weitere Vorschläge? Karamell, sehr gut. Na, ich habe das Bier ausgewählt, weil wir jetzt quasi schon eine Zutat kennengelernt haben, das sogenannte Malz. Da haben wir ja unterschiedliche Malze und hier haben wir jetzt unser Bier mit den meisten verschiedenen Malzsorten, das dauerhaft im Sortiment ist, das Landbier. Und die Farbe von dem Bier wird allein durch die verschiedenen Malzsorten beeinflusst. Hier haben wir jetzt sehr viele Karamellmalze drin verbraut und dementsprechend haben wir auch Karamell, Honignoten und allgemein süßliche Noten. Diese Farbe kommt natürlich davon, dass man beim Trocknen des Malzes den anfänglich entstandenen Zucker an diesem Korn leicht karamellisiert und dadurch A, eine bräunliche Färbung bekommt und B, diesen süßlichen Geschmack. Und jetzt, wo wir das gerochen haben und den Geruch ein bisschen kennengelernt haben, kommt natürlich der schönste Teil. Wir trinken einen Schluck und lassen den ein paar Sekunden auf der Zunge und spüren mal, wie sich die Kohlensäure dort verhält. Riechen dann vielleicht noch mal rein.
Und ihr merkt, das, was wir in der Nase wiedergefunden haben, finden wir jetzt auch im Endprodukt wieder. Wenn wir dann den Schluck genommen haben, dann können wir noch auf den Abgang schmecken. Es ist eher malzlich süß, leicht flüchtig oder eher hopfenbetont herb.